Leute, und willkommen zurück zu einer Folge Let's Play Minecraft und zurück zu Rocket League. Kurz bevor wir anfangen, will ich nur zwei Sachen sagen. Erstens, denkt dran, wenn ihr interessante T-Shirts habt, die nur für limitierte Zeit erhältlich sind, dann jetzt zugreifen. Unten in der Beschreibung ist natürlich der Link. Könnt ihr kurz das Video pausieren und raufklicken. Und zweitens, das ist das letzte vorproduzierte Video. Ab morgen habt ihr keinen schläfrigen GCG mehr. Auf jeden Fall, was ich dachte, was wir heute mal machen. Wir gehen hier auf Road Atlanta und werden mithilfe der AI, den fahren lassen, den D15 und den sozusagen als Pace Car, als Safety Car nehmen, sag ich mal. Also tun so, als wäre es Safety Car. Das ist, haben nämlich schicke Lichter vorne drauf, die ihr gerade gar nicht mehr seht, da seht ihr sie. Aber wir bleiben natürlich nicht jetzt mit dem Pace Car, das wäre langweilig. Was wir machen ist, wir versuchen das Pace Car möglichst häufig zu überholen. Wir werden immer. Ich weiß nicht, wie schnell wir sind. Ich weiß nicht, er fährt wahrscheinlich mit voller Geschwindigkeit oder nicht, aber er fährt auf jeden Fall. Was wir machen wollen, ist, wir werden, sobald wir da vorne über die Kuppe sind, werden wir Gas geben und gucken, wie lange wir brauchen, bis wir ihn haben. Ob wir ihn innerhalb von einer Runde schaffen können, beziehungsweise nimmt die Linie, die da hinten war. Huiuiui. So, wir wollen aber den Kurs nehmen. Okay, perfekt. Wir versuchen mal möglichst schnell, den wieder einzufangen. Okay, jetzt sind wir hier, dann werde ich die Schikane, egal. Den D15 bei unserem Formel 1 Wagen, wir nehmen natürlich die lange Variante des Kurses und wollen schön außenrum fahren. Das ist die normale Variante des FA16, also nicht modifiziert für mehr Gs oder höhere Geschwindigkeit. Einfach ganz normaler der FA16, also ganz normaler Formel 1 Wagen, ist schon mal eine ganz geile Aussage, finde ich. Gut, aber wir wollen gucken. Also, wir hatten ihn bei den Kurven da hinten, hat mal angefangen. Wir sind natürlich schneller und agiler als er und wir trauen uns auch mehr gerade. Der fuhr ja relativ langsam. So, bremsen. Oh, da habe ich zu viel gemacht, aber egal. Das passiert, solange wir nicht crappen. Wow. Das ist unser Frontsplitter, das macht schlecht. Vielleicht schaffen wir es aber trotzdem. Na, er ist noch halbwegs dran. Wobei der wird bald abreißen, denke ich. Jetzt müssen wir nur gucken, dass er sich nicht unter unser Auto setzt und dann uns abzieht. Wir haben noch relativ viel G-Kräfte. Also der macht noch Arbeit da vorne, wenigstens jetzt zieht er sich nach unten durch die Vibration und hat uns was zerstört. Nee, glaub nicht. Gut, aber es ist halt eben jetzt mit Handicap. Können wir vielleicht gleich verbessern, wenn wir nicht mehr. Also wenn wir jetzt ein bisschen verbessern fahren, können wir sozusagen unsere Zeit, die wir brauchen, verbessern. Okay, das ist jetzt so Mitte zwischen beiden Schikanen. Ich lasse es dennoch mal gelten. So, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein, fuck, ich will den möglichst schnell kriegen. Rum, rum, rum. So. Ich meine gerade rechts gehört zu haben. Bin mir aber nicht sicher. Stellen wir unser UI wieder ein, dann seht ihr, wie schnell wir fahren. So, okay, komm schon. Komm, komm. So. So, wir können vielleicht gleich mal eine Variante nehmen, die mehr Downforce hat, um zu gucken, dass es besser macht. So, wobei wir halt immer auch sehr viel Geschwindigkeitsstrecke haben. Ich weiß nicht, fährt er überhaupt hier lang? Ich weiß nicht, wie wir jetzt die Kurven fahren und so weiter, ohne dass wir ihn jemals finden können. Das wäre ja irgendwie unnötig. Ja, der wäre schon ordentlich schnell. Ich meine, das ist unsere zweite Runde, ne? Ja, das ist unsere zweite Runde. Da vorne ist er. Komm, wir müssen ihn kriegen, bevor er eine Runde hat. So, ja, haben wir. Perfekt. Also wir haben eine Runde geschafft, in der Zeit, in der wir eine Runde schafft, schaffen wir zwei. Bisschen mehr als zwei. So, wollen wir uns mal gegenhauen. Uah. Das war ganz schön gewaltig, der Einschlag. Was wir mal machen wollen, ist, wir wollen mal unseren Wagen erstmal Klick tiefer legen. Und wir wollen mehr Downforce, nicht viel mehr, aber einfach ein bisschen. Okay, so, nee, so, 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 so. Gut, dich wollen wir mehr beibehalten. Fly. Perfekt. Und dann wollen wir mal gucken, wie es denn ist, wenn wir jetzt das nochmal versuchen. Also wir haben zwei Runden gebraucht, um ihn einmal zu catchen. Das ist etwas unpraktisch. Naja, okay, dann ziehen wir dich kurz mit. Geh mal runter von uns. Sexuelle Belästigung. Gut. Bleib mal stehen.
Ich meine, wo wir loslegen, ist ja egal im Endeffekt. Es geht ja nur darum, zu sehen die Runden. Und bis hier rüber. So, okay. Das heißt, das ist unsere Zeit, loszulegen. Wir hatten, also wie gesagt, er hat ein bisschen weniger als eine Runde geschafft. Na doch. Ein bisschen weniger als eine Runde hat er geschafft, jetzt, in der wir zwei Runden geschafft haben. So, okay, das war schon mal eine ganz schlechte Kurve. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben weniger Downforce. Wo wir eigentlich mehr haben sollten. Was ist los? Hallo? Irgendwas stimmt da nicht. Setzen wir zu viel auf? Ist das das Problem irgendwie? Probiere ich mal, warte, ich setze es mal wieder höher. Was war das? 84 und 83, glaube ich. F4. Ah, das war 84 oder so. Das war 81. Ist das das Problem? Setzen wir zu viel auf? Weil das hat sich irgendwie ganz komisch angefühlt. Probieren wir es nochmal. Machen wir gleich dicht, weil wenn es geht. Wow. Und go. So. Okay. Wie fühlt es sich jetzt an? Ja, um einiges besser. Ich glaube, das war das Problem. Ich glaube, wir haben einfach aufgesetzt die ganze Zeit. Ja. So viel besser. Gut. Jetzt haben wir auch mehr Downforce als eben. Also, klar. Die Kurve. Jedes Mal. Aber egal. Dadurch, dass wir jetzt so viel abgebremst haben, dann. Oh, hier kommen wir noch zweite. Gut. Das ist dennoch Geld, weil wir das auch beim ersten Mal gemacht haben. Es geht jetzt nicht darum, eine akkurate Zeit zu setzen, sondern einfach um zu gucken, was für einen Unterschied macht das. Also er hatte eben vielleicht noch 200 Meter oder so, bis er uns hätte. Das war gerade im letzten Moment noch so gebremst. So, hier rum. Kommt schon. So, hier entlang. Und hoch. Jetzt können wir hier natürlich nochmal schön beschleunigen und gleich unten vor der Kurve können wir dann wieder runterbremsen. Okay. Und bremsen. Ah, diesmal verkacke ich die Kurve nicht. Ein bisschen, aber nicht so viel. Okay, wir sliden hier mal durch. Ja, stimmt. Da müssen wir natürlich auch noch dazu rechnen, dass wir eben einen Unfall hatten und uns zweimal, glaube ich, gedreht hatten. So, wir sind über Startziel. Das heißt, mal sehen, wann wir ihn haben. So, ich denke hinten auf der ersten langen Gerade. So, hier ein bisschen rüber und gleich nochmal. So. Oder nee, wahrscheinlich schon eher auf der zweiten langen Gerade. Ist ja nicht schnell genug für die erste lange Gerade. Mal sehen, sehen wir ihn schon? Nee, wir sehen ihn auf jeden Fall nicht hier entlang. Ich mag den Sound, den die Mod hat, den finde ich ziemlich gut. So, hier ist er nicht. Oh, der Wagen fährt jetzt so geil gerade. Der fährt jetzt so geil. Unglaublich. Muss ich mich safe und genauso wie er ist, weil so ist er perfekt. Und da haben wir ihn. Also, nochmal um einen, der ist früher als eben. Wobei, wie gesagt, eben Unfall und so weiter. Aber doch schon um einiges besser. Wollen wir nochmal gucken, wie schnell. Fahren wir nochmal ein zweites Mal schnell rum. Holen ihn nochmal und dann wollen wir mal in den rein crashen mit voller Wucht. Weil ich genieße einfach gerade, wie gut der Wagen liegt. Das ist unglaublich. Also genau den muss ich mir speichern, ja. Den nehmen wir dann, glaube ich, als Standardstrecken, als Standardrennvariante. So, die Kurve will ich nur einmal kriegen. Okay, die Schikane man eigentlich nicht hier, aber gelernt hat. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich verstehen könnt. Einerseits wegen der Lautstärke und andererseits bin ich gefühlt extrem nuschler. Tut mir leid, wie gesagt. Was ist jetzt? Viertel nach fünf. Okay, bremsen. So, hier rum. Vor allen Dingen ist der perfekt kontrolliert. Der bricht nicht aus, der Wagen. Selbst hier nicht. Guckt. Ist unglaublich. Guter Wagen, ja. Also so müssen wir ihn uns auf jeden Fall speichern. Schauen, mal sehen, wann kriegen wir ihn wieder das zweite Mal, ist die Frage. So, bremsen, das war zu früh, oder? Naja, es ging. Hier wieder hoch den Berg und runter, und gleich kommt wieder die Rechtskurve. Könnte ich mit Vollspeed nehmen und wir fahren gerade mit 300 km/h hier über die Stadt hier gerade. Und nehmen die Kurve mit 240. Die ganzen anderen Fahrzeuge nur träumen. So, hier entlang. Und da unten haben wir den Wagen.
So, jetzt wollen wir natürlich noch einmal richtig schön reincrashen. Kommt nach rechts, rechts, rechts. Oh ja, oh. Genau, einmal drunter durch. Au. Nein, UI aus, UI aus. Wenn wir den mal auf Geschwindigkeit bringen. Wobei, wirklich groß kann er jetzt nach, obwohl er geht noch, geht noch. G-Kräfte machen unseren machen die fehlende Luft wieder wett. Na wobei, okay, nee, machen es nicht. Aber auf jeden Fall, ich denke, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, dass es gefallen hat. Vorproduktion ist damit beendet, das heißt, ab morgen habt ihr wieder ein Video, das richtig ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, dass es gefallen hat. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer GCG. Ciao.